So, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen einen Kaffee genossen, einen regen Austausch. Ich habe gesehen, es ist eifrig diskutiert worden. Das ist gut so, denn dafür sind Symposien ja da. Schmerz kostet extrem viel Kraft, und zwar nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele. 1,8 Millionen Österreicher und Österreicherinnen sind von heftigen Schmerzen betroffen. Das heißt, ich hoffe, Sie sind nicht betroffen, aber Sie kennen ganz, ganz sicherlich jemanden, der mit Schmerzen zu kämpfen hat. Und deshalb ist dieses Symposium auch so wichtig. Schmerz kostet Kraft, habe ich gerade gesagt. Das bedeutet auch, es gibt einen Rückzug aus dem sozialen Leben, aus dem Arbeitsleben auch oft. Es kommt zu Depressionen, dem Gefühl von Ausweglosigkeit. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, diesen Schmerz nicht nur als Krankheit im Körper des Menschen zu sehen, sondern auch die Auswirkungen auf die Seele zu betrachten. Wir freuen uns ganz besonders, Dr. Michael Bach hat für uns den nächsten Vortrag vorbereitet. Psychosomatische Aspekte des chronischen Schmerzes. Ganz, ganz wichtig. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Aufgabe ist es, Ihnen jetzt so diese komplementäre Sichtweise des Schmerzes ein bisschen näher zu bringen. Ich möchte den Bogen spannen von der Neurobiologie, was passiert da letztlich im Gehirn, auch in der Schmerzverarbeitung, und dann überleiten, wie funktioniert eigentlich Psychosomatik, was ist das überhaupt, das biopsychosoziale Modell, und Ihnen abschließend noch ein paar Folien zu zeigen, wie in der Psychosomatik gearbeitet wird. Mir ist ganz wichtig festzuhalten, dass das jetzt kein Gegensatz zu dem ist, was Sie bisher gehört haben oder auch noch hören werden heute, sondern dass wir das letztlich in der Schmerzmedizin als komplementär, als multimodal sehen, auch das, was ich Ihnen heute bringen möchte. Ich beginne mit ein paar Zugängen zum Schmerz. Was ist Schmerz aus biopsychosozialer Sicht? Und ich möchte beginnen mit einem Zitat von Herrn Illich aus dem Buch Die Nemesis der Medizin. Er schreibt darin: Wenn ich Schmerz erleide, dann ist mir bewusst, dass damit eine Frage gestellt ist. Wir können die Geschichte des Schmerzes am besten studieren, wenn wir uns mit dieser Frage befassen. Schmerz ist das Zeichen für eine fehlende Antwort. Er weist auf etwas Offenes hin, etwas, das mich veranlasst zu fragen, was fehlt mir, wie lange noch, warum muss, soll, kann ich leiden? Ich hoffe, Sie leiden jetzt nicht unter meinen Ausführungen und den Nebengeräuschen. Warum gibt es ein solches Übel und warum trifft es gerade mich? Ein Arzt, der diese wertbefrachtete Frage, wie sie hinter den Beschwerden des Patienten aufscheint, übersehen könnte, würde den Schmerz vielleicht als Symptom einer spezifischen körperlichen Störung erkennen, aber er hätte keine Ahnung von dem Leiden, das den Patienten veranlasste, Hilfe zu suchen. Dieses Modell ist, nehme ich mal an, in dieser Runde auch bekannt. René Descartes war einer der Ersten. Sollen wir tauschen? Schauen wir, ob das besser geht. Ist das besser? Ja, vielen Dank. Descartes war einer der Ersten, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, was passiert eigentlich im Körper, wenn wir Schmerzen erleiden. Und er hat diesen jungen Mann gezeichnet und hier dieses Nervenkabel. Es war die Zeit, als die Nerven erst entdeckt wurden. Und er hat also postuliert, dass Schmerzverarbeitung etwas mit dem Nervensystem zu tun hat. Und dieser junge Mann verbrennt sich hier die Zehen und es wird weitergeleitet ins Gehirn. Es ist eine sehr einseitige Darstellung, eine rein körperliche Darstellung. In diesem Modell ist wenig Platz für die Seele, für das Psychische. Das ist auch etwas, das ideengeschichtlich erst nach Descartes so richtig ausgearbeitet wurde. Und so war auch Descartes schon bewusst, dass man mit seinem Schmerzmodell nicht alle Arten von Schmerzen beschreiben kann. Also man kann damit vielleicht so etwas wie Neuralgie beschreiben, aber nicht so etwas wie Nostalgie. Und das ist ja ein schmerzhafter Vorgang, den jeder von uns kennt, wenn uns eine geliebte Person fehlt beispielsweise. Das tut auch weh. Die Frage ist, tut es gleich weh, wie wenn ich mich irgendwo verletze, oder ist das eine andere Form von Schmerz? Descartes hat das postuliert, dass das etwas grundsätzlich anderes ist und hat damit das dualistische Schmerzmodell eingeleitet, das nämlich auf der einen Seite den primär körperlich begründbaren Schmerz
und auf der anderen Seite den primär psychischen, seelischen Schmerz unterscheidet. Seit dieser Zeit gehen wir auf die Suche nach Erklärungsmustern für diesen zweiten Schmerz. Und ich möchte Ihnen auch das ein bisschen ausführen an einem konkreten Beispiel, in welches Dilemma wir damit kommen. Nehmen wir das Beispiel Rückenschmerz. Etwa 80% in diesem Raum kennen dieses Phänomen, Kreuzschmerzen. Wenn wir uns medizinisch, schulmedizinisch fragen, was sind denn die körperlichen Ursachen von Rückenschmerz, so sehen Sie hier eine Reihe von körperlichen Erkrankungen, die spezifische Ursachen sein können. Die Prävalenz für diese Ursachen ist allerdings nur 15%. Wenn wir jetzt streng dualistisch denken würden, würde man jetzt davon ausgehen, dass 85% von uns eine psychische Erkrankung und eine psychische Störung hätten, nämlich einen psychogenen Schmerz. Die Frage ist, ob das zulässig ist oder ob dieses dualistische Modell nicht in seiner Ausprägungsform eigentlich überholt ist und in der Form auch nicht richtig konzipierbar. Seit der Zeit versucht man da, irgendwelche verborgenen Motive und Mechanismen zu erkennen. Und es hat schon Herr Alexander, einer der Urväter der psychoanalytischen Psychosomatik, festgestellt im Jahr 1935, dass es sich eigentlich um einen methodischen Irrtum handelt, wenn man ein organisches Symptom psychologisch zu deuten versucht, obwohl es erst das Endergebnis eines physiologischen Zwischenprozesses ist. Was meint er mit physiologischem Zwischenprozess? Wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich hat er etwas vorweggenommen, was wir heute in der Psychosomatik als kybernetisches Wechselwirkungsmodell begreifen. Also Schmerz, vor allem der chronische Schmerz, ist eben nicht etwas rein Körperliches und auch nicht etwas rein Psychisches, sondern es entsteht letztlich aus dieser Interaktion dieser verschiedenen Komponenten, biopsychosoziale Aspekte. Erst aus dieser Komplexität lässt sich wahrscheinlich das Phänomen des chronischen Schmerzes beschreiben. Ich gehe noch einen Schritt weiter und möchte Ihnen ein Phänomen vorstellen, das relativ gut auch empirisch abgesichert ist, nämlich das Phänomen Social Pain. Social Pain, kennen wahrscheinlich auch die meisten in dieser Runde, entsteht, wenn Sie zurückgewiesen werden. Stellen Sie sich vor, auf einem Kinderspielplatz, zwei Kinder spielen und ein drittes kommt dazu und möchte mitspielen und die anderen sagen, geh weg, wir wollen nicht mit dir spielen. Das tut verdammt weh. Und die Frage ist, was passiert da in unseren Gehirnen, wenn wir zurückgewiesen werden? Naomi Eisenberger und ihre Kollegen haben in Kalifornien dazu ein Paradigma entwickelt, ein kleines Computerspiel. Sie sehen hier zwei Figuren, die Ball spielen miteinander und die Untersuchungsperson kommt jetzt als dritte Figur ins Spiel und möchte gerne mitspielen. Und die Frage ist, was passiert, wenn die und mich ignorieren? Sie sehen, hier lassen mich die zwei Figuren mitspielen, da ist alles okay. Und hier ignorieren mich die zwei. Und wenn währenddessen die Probanden in die Röhre geschoben werden und eine Bildgebung veranlasst wird, kommen wir zu folgendem Bild. Wir sehen, dass durch diese Zurückweisung im Gehirn Areale aktiviert werden, die ganz eindeutig etwas mit Schmerzverarbeitung zu tun haben, nämlich der vordere Teil des Gyrus cinguli. Ich werde Ihnen dieses Gehirngebiet noch ein bisschen vorstellen. Und interessanterweise ist es die gleiche Region, die auch zum Beispiel aktiviert wird, wenn wir uns mit einem Hammer auf den Daumen draufschlagen. Also man könnte jetzt überspitzt sagen, es fühlt sich schon anders an, wenn wir zurückgewiesen werden oder wenn wir uns verletzen, aber möglicherweise sind es zwei Seiten ein und derselben Medaille. Neurobiologisch gesehen dürfte der körperliche und der psychische Schmerz enger beisammen sein, als wir das eigentlich in unseren bisherigen Konzepten berücksichtigt haben. Also möglicherweise gibt es gar nicht diese zwei Arten von Schmerz. Diese und ähnliche Ergebnisse sind eingegangen in die heute aktuelle Definition, was ist überhaupt Schmerz? Die Definition der Internationalen Schmerzgesellschaft, auch immerhin schon aus dem Jahr 1979. Und ich möchte Sie jetzt nur auf diese rot unterlegten Worte hinweisen. Schmerz wird hier definiert als etwas Unangenehmes und es ist ein Sinnes- und Gefühlserlebnis. Sinneserlebnis heißt, es ist vergleichbar mit anderen sensorischen Qualitäten wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen und ist damit eindeutig etwas Körperliches, auch körperlich Begründbares. Gleichzeitig, und das suggeriert das Wörtchen und, ist Schmerz immer auch etwas Psychisches. Es ist ein Gefühlserlebnis, also etwas Emotionales und damit vergleichbar anderen Gefühlszuständen wie Trauer, Angst, Wut, Neid, Zufriedenheit etc. Also per Definition ist Schmerz etwas Psycho-somatisches und lässt sich eigentlich gar nicht in diese zwei Teilkomponenten auftrennen.
Wir kommen heute also zu dem aktuellen Modell, das wir in der Psychosomatik vertreten, das Schmerz biologische, psychische und soziale Aspekte hat. Oft beginnt es mit irgendeiner Läsion, die möglicherweise dann im Laufe der Chronifizierung gar nicht mehr so relevant ist oder eher in den Hintergrund tritt, während dann zunehmend auch psychosoziale Chronifizierungsfaktoren in den Vordergrund rücken. Das heißt, man müsste dieses kartesianische Schmerzmodell heute etwas erweitern. Das sind Konzepte, die Descartes noch nicht wusste. Wir wissen heute, dass es im Hinterhorn des Rückenmarks ein erstes Schmerztor gibt, wo verschiedene Schaltvorgänge stattfinden. Da sind Sie besser bewandert als ich bei der Erklärung dieser Modelle. Auch im Gehirn gibt es einige Tormechanismen, Umschaltstellen von einem Neuron auf das zweite. Was passiert denn im Gehirn jetzt genau? Da bin ich jetzt wieder, fühle ich mich kompetent und darf Ihnen das ein bisschen vorstellen. Wir wissen heute, dass es zwei verschiedene Schmerzsysteme gibt. Ein laterales Schmerzsystem, das heißt, diese Information kommt im lateralen Thalamuskern an und wird dann in verschiedene andere Gehirnareale weiter verzweigt. Es geht in diesen sensorischen Rindenbereich, wo die Frage beantwortet wird, wo tut es weh, wie stark tut es weh, ist es schneidend, klopfend, ziehend, brennend etc. Gleichzeitig wird es in den präfrontalen Kortex ausstrahlen, wo die Bewertung dessen, was ich erlebe, stattfindet. Also zum Beispiel, ist es unerträglich oder kann ich das gerade noch aushalten, fühle ich mich dem gewachsen oder fühle ich mich als Opfer, als Märtyrer etc. Ein Teil geht auch in die Inselregion, so ein Intermediärbereich zwischen dem lateralen und dem medialen System. Parallel dazu kommt die Information über das mediale Schmerzsystem in die medialen Thalamuskerne und hier sehen Sie, finden ganz andere Weiterschaltvorgänge statt. Es geht in den vorderen Teil des Gyrus cinguli, in den Hippocampus und ein Teil auch in den präfrontalen Kortex. Vorderer Teil des Gyrus cinguli und Hippocampus sind Teile des limbischen Systems und hier findet die emotionale Schmerzverarbeitung statt. Der Hippocampus ist der emotionale Gedächtnisspeicher. Was wir auch wissen seit Descartes ist, dass es ein absteigendes schmerzhemmendes System gibt. Und dieses absteigende schmerzhemmende System, wenn wir uns das ein bisschen unter einem Vergrößerungsglas ansehen, wird nach unserem heutigen Wissensstand hauptsächlich über zwei Bahnen bedient. Die eine ist über Serotonin mediiert und die andere über Noradrenalin. Und diejenigen, die sich schon mal mit Antidepressiva beschäftigt haben, wissen, dass genau diese zwei Transmittersysteme sind, über die auch unsere Antidepressiva ihre Wirkung entfalten. Das heißt, die Schmerzhemmung, die in uns allen eingebaut ist, hat etwas mit Emotionsregulation zu tun. Wir können Schmerz in Schach halten, indem wir emotional darauf reagieren und das letztlich auch abwehren. Das ist übrigens die Hauptwirkung der Antidepressiva, die wir heute annehmen, dass diese beiden absteigenden, schmerzhemmenden Bahnen gestärkt werden. Was wir auch wissen, ist, dass wir auf der Ebene der postsynaptischen Rezeptoren einen besonderen hier vorfinden, den sogenannten NMDA-Rezeptor. Und der hat eine ganz wichtige Funktion, die auch für die Psychosomatik relevant ist. Das ist ein sogenannter Koinzidenzdetektor. Das heißt, dieser Rezeptor ist in der Lage, gleichzeitig mehrere Informationen zu empfangen und die miteinander zu koppeln. So kommt es zum assoziativen Lernen. Ich kann also zum Beispiel Schmerzreiz mit Angstreiz koppeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen kleinen Buben ansehe, der weint, weil seinem Hund gerade eine Spritze gegeben wird. Er reagiert letztlich auf das, was passiert, obwohl er keinen nozizeptiven Input hat. Er hat aber sehr wohl eine Erinnerung, offensichtlich hat er schon mal Schmerzerfahrung gehabt mit einer Spritze und er weiß, was seinem Hund jetzt passieren wird, es wird ihm wehtun. Das heißt, es hat bei ihm so eine Koppelung zwischen Schmerz und Angst bereits stattgefunden und er reagiert hier emotional auf den Anblick dieser Spritze. Der kleine Hund hat offensichtlich noch keine Schmerzerfahrung, weil der schaut dem Ganzen noch sehr entspannt und gelassen entgegen. Aber er wird es schon lernen. Schmerzchronifizierung hat sehr viel auch mit Lernvorgängen zu tun und mit genau dem beschäftigen wir uns in der Psychosomatik. Diese Lernvorgänge und die Koppelungen, assoziative Koppelung, führt dazu, dass bei der Chronifizierung des Schmerzes ganz andere Gehirnareale involviert werden, die zuvor mit der Schmerzverarbeitung wenig bis gar nichts zu tun hatten. Das zeigt uns beispielsweise diese Untersuchung. Hier wurden chronische Rückenschmerzpatienten, abgekürzt Chronic Back Pain, CBP, mit sogenannten gesunden Normalpersonen verglichen
und es wurde ihnen ein experimenteller Hitzereiz appliziert. Und das heißt, die Schmerzpatienten hatten dann zwei Schmerzreize, nämlich diesen experimentellen Hitzereiz und den üblichen chronischen Rückenschmerz, den sie kennen. Wenn Sie jetzt beobachten, wo wird das im Gehirn verarbeitet, dann sehen Sie, dass dieser experimentelle akute Hitzereiz bei den chronischen Rückenschmerzpatienten in etwa in den gleichen Arealen verarbeitet wird wie bei den gesunden Kontrollpersonen, während der chronisch persistierende Rückenschmerz in ganz anderen Regionen verarbeitet wird. Also hier sind die Aspekte des präfrontalen Kortex, diese Bewertungsmaßstäbe offensichtlich maßgeblich. Die chronischen Schmerzpatienten fühlen sich häufig dem Schmerz ausgeliefert, nicht mehr gewachsen, können den nicht mehr abwehren und nicht mehr kontrollieren. Und das dürfte letztlich mit dieser Ausweitung in den präfrontalen Kortex zusammenhängen. Also die neuroplastischen Veränderungen führen dazu, dass Schmerz im Gehirn plötzlich anders abgebildet wird. Eine Struktur möchte ich Ihnen noch ein bisschen näher vorstellen, die für die Psychosomatik besonders wichtig ist, nämlich dieser vordere Teil des Gyrus cinguli. Die Frage ist, wofür ist eigentlich dieser Bereich zuständig? Der wird abgekürzt in der Fachliteratur mit ACC, also Anterior Cingular Cortex. Und die Frage ist, warum haben wir dieses Gehirnareal und wofür ist es eigentlich zuständig? Diese Gehirnstruktur macht im Prinzip genau das, was Sie hier auf diesem Foto dargestellt sehen. Es ist unser Bindungskern. Dieses Gehirngebiet ermöglicht uns, dass wir uns auf andere Menschen einlassen und Nähe und Geborgenheit spüren dürfen. Jetzt ist die Frage, warum haben wir das? Interessanterweise besitzen nur Säugetiere diesen ACC, andere Tiere nicht. Warum? Ganz einfach, Sie müssen sich vorstellen, was passiert bei der Geburt. Ein neugeborenes Kind kommt auf die Welt und muss letztlich ernährt werden. Das heißt, es muss an die Mutter, entschuldigen Sie den Ausdruck, angedockt werden und erlebt ein übermächtiges, entschuldigen Sie zweites Mal den Ausdruck, Muttertier, das sich über dieses Kind stülpt. Das heißt, würden wir diese Gehirnstruktur nicht haben, würde dieses Kind wahrscheinlich in eine Schockstarre verfallen, weil das ja ein übermächtiger Feind ist und würde nicht saugen und würde daher verhungern. Das heißt, in der Evolution haben wir eine Gehirnstruktur entwickelt, die es ermöglicht, diese übermächtige Nähe eines anderen nicht nur zu ertragen, sondern die sogar schön zu finden und begehrenswert zu finden und etwas, was wir letztlich auch zum weiteren Überleben auch brauchen. Das heißt, es gibt eine Reihe von tierexperimentellen Untersuchungen, die zeigen, dass diese ACC-Region eine ganz entscheidende Rolle für Stressverarbeitung hat. Und bei Trennungserlebnissen, wenn zum Beispiel Jungtiere von Muttertieren getrennt werden, aktiviert das dieses Gehirnareal und die kleinen Tiere stoßen entsprechende Stresslaute aus, sodass sie von der Mutter wieder gefunden werden können, zum Beispiel in einer Herde. Dieser ACC ist ein Konfliktmonitor, er fungiert als Detektor bei drohender Gefährdung und löst damit Schmerz als Alarmsignal aus. Das heißt, Schmerz ist letztlich eine Alarmreaktion auf eine drohende Gefährdung und in dem Fall ist es für dieses Gehirnareal eigentlich irrelevant, ob die drohende Gefährdung dadurch zustande kommt, dass wir einer körperlichen Schädigung ausgesetzt sind, Hand auf die heiße Herdplatte, oder ob wir einer emotionalen oder sozialen Schädigung ausgesetzt werden. Also zum Beispiel Vernachlässigung, Trennung von Muttertieren, Trennung von der Herde, Trennung von anderen Menschen. Beides löst die gleiche Aktivierung aus und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass dieses Gehirnareal aktiviert wird bei Social Pain, also bei psychosozialen Stressoren und bei körperlichen Stressoren. Was sind die Konsequenzen dieser Ergebnisse oder dieser Untersuchungen? Nun, im Prinzip ist vieles von dem, was wir in der Schmerzmedizin machen, letztlich auf diesem Prinzip beruhen, dass wir mit unseren Patientinnen und Patienten in Interaktion treten und letztlich auch heilsam wirken. Die sprechende Medizin, das ist so mein Spezialthema, hat letztlich die Funktion, Stressregulation bei unseren Patientinnen auch wieder zu ermöglichen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass viele unserer Patienten in der frühen Kindheit sehr negative Erlebnisse erlebt haben, also zum Beispiel Vernachlässigung, Trennungserlebnisse, körperliche oder sexualisierte Gewalt, dann dürfte genau dieses frühkindliche Bindungsbedürfnis bei diesen Menschen zu wenig befriedigt worden sein, sodass die
in solchen Situationen besonders alarmieren und besonders stark reagieren. Und so könnte man sich, zumindest aus der psychosomatischen Perspektive, heute erklären, warum bei manchen dieser Individuen Schmerz dann sich verselbstständigt und chronifiziert, weil hier etwas offen geblieben ist aus der ganzen Lebensgeschichte, und das braucht letztlich auch eine heilsame Beziehungserfahrung. Auf diesem Prinzip beruht letztlich die ganze Placebo-Forschung. Das ist ein Teil meines Bereichs in der Psychosomatik, und ich möchte Ihnen dazu nur ein Ergebnis zeigen, um Ihnen das noch einmal ein bisschen näher zu bringen. Ich möchte eine Studie von Herrn Benedetti zitieren, für mich der bedeutendste Placebo-Forscher auf der Welt. Er untersucht das Placebo-Phänomen, ohne dass er Placebo gibt, indem er zum Beispiel eine sogenannte Open Injection verabreicht. Das heißt, Sie haben hier eine Untersuchungsperson, die hat einen Schmerzreiz, zum Beispiel auch einen experimentellen, und bekommt dann Metamizol in einer Spritze. Es kommt ein anderer hinzu und sagt, so, jetzt bekommen Sie eine Spritze und es wird gleich besser werden. Und wenn wir dieses Paradigma vorfinden, dann erleben die Betroffenen innerhalb von wenigen Minuten oder halben bis dreiviertel Stunde eine deutliche Schmerzreduktion auf einer 10-stufigen Skala um mehrere Stufen, Zeitkontingent. Das zweite Paradigma ist, gleiche Untersuchungsperson, gleiche Menge von Metamizol, allerdings verborgen. Das heißt, Sie bekommen eine Stunde lang einen Dauertropf, und irgendwann einmal in dieser Stunde kommt ein Bolus mit Metamizol in der gleichen Dosierung. Die Untersuchungsperson weiß aber nicht, wann ist das? Ist das jetzt oder in 10 Minuten oder war das gerade vor einer halben Stunde? Und wenn wir dann fragen, wie ist die Schmerzlinderung, dann kommen wir zu diesem Ergebnis. Das heißt, damit Schmerzlinderung stattfinden kann, brauchen wir letztlich diesen Bedeutungszusammenhang mit einer Intervention, die üblicherweise durch jemanden anderen gesetzt werden muss. Das heißt, wir brauchen letztlich auch diese interaktionelle Erfahrung, diese Beziehungserfahrung in der Placebo-Gabe. Nun, ich würde jetzt behaupten, dass die meisten unserer Interventionen zu einem Gutteil genau auf diesem Prinzip beruhen. Nicht vollständig, das ist klar, aber es ist etwas, das auch Benedetti für viele Paradigmen und für viele Medikamentengruppen letztlich belegen konnte. Was passiert jetzt, wenn wir eine Placebo-Wirkung haben? Und hier hilft uns die Bildgebung bei der Beantwortung. Und, es ist jetzt nicht verwunderlich, genau in diesem Areal, das ich schon erwähnt habe, in diesem vorderen Teil des ACC, kommt es zu einer Aktivitätsanreicherung. Wenn Sie eine sehr gute Placebo-Wirkung haben, dann haben Sie eine hohe Aktivierung. Wenn Sie eine geringe haben, haben Sie nur eine geringe Placebo-Wirkung. Das heißt, es ist eine direkte Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen der Aktivität in diesem vorderen Teil des Gyrus cinguli und der schmerzlindernden Wirkung durch eine therapeutische Intervention, unabhängig von spezifischen Wirkfaktoren. Übrigens ist dieser ACC-Bereich auch sehr reich an Opioidrezeptoren, also möglicherweise ist auch ein Gutteil der Opioidwirkung das Bedienen genau dieses Bindungsgefühls oder dieser Bindungssehnsucht, die möglicherweise mit einem Teil unserer Medikamente da auch befriedigt werden kann. Auf diesem Prinzip beruhen jetzt viele therapeutische Interventionen. Also ein Großteil der Psychotherapie basiert darauf, ich zeige Ihnen hier nur eine Studie über Schmerzhypnose. Und was man hier sehen kann, ist, dass bei jenen Personen, die eine deutliche Schmerzlinderung erleben, eine Korrelation mit dem Aktivitätsmuster im ACC ist, allerdings keine Korrelation mit der sensorischen Verarbeitung. Also es ist offensichtlich für die Schmerzlinderung nicht so relevant, wo ist der Schmerz, wie stark ist der Schmerz, ist er schneidend, stechend, ziehend, brennend, sage ich jetzt überspitzt, sondern es geht primär um die emotionale Schmerzverarbeitung. Interessanterweise ist es aber nicht nur bei Psychotherapie, sondern auch bei klassisch medizinischen Interventionen, und ich zeige dazu nur ein Ergebnis aus der Chirurgie. Das ist eine Studie an Patienten, die eine Implantation eines Kniegelenkes bekommen, und sie wissen, dass es hier eine Reihe von Personen gibt, die nachher schmerzfrei werden und andere werden nicht schmerzfrei. Und die Frage ist, was unterscheidet diese beiden Gruppen? Warum werden die einen nicht schmerzfrei? Und da gab es eine findige Forschergruppe um Herrn Rodriguez, Recke, die haben sich das Gehirn dieser Personen angesehen und haben vor der Operation Bildgebung gemacht und dann prospektiv nach der Operation. Und was sie hier festgestellt haben, ist, dass bei jenen Personen, die nach so einer operativen Intervention wieder schmerzfrei wurden, genau diese Gehirnareale, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ACC und Inselregion,
wieder angekurbelt wurden. Also überspitzt ausgedrückt könnte man sagen, die chirurgische Intervention setzt etwas in Gang, natürlich lokal auch, aber zusätzlich etwas, was neurobiologisch wieder eine Plastizität des Gehirns ankurbelt, sodass quasi hier wieder regenerative Prozesse stattfinden können, die letztlich dann zur Schmerzfreiheit führen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass unterschiedliche Interventionen dann zum gleichen Ergebnis führen. Eine letzte Studie, die ich Ihnen da jetzt noch zeigen will, eine Vergleichsuntersuchung aus dem Jahr 2006, wo man Personen, die ein Postlaminektomie-Syndrom hatten, nochmal reevaluiert hat für eine neuerliche operative Intervention. Und also, das heißt, es waren alles evaluierte OP-Kandidaten. Und dann hat man diese Patientengruppe in zwei Gruppen geteilt. Die einen haben tatsächlich die Operation bekommen, die anderen haben keine OP bekommen, sondern eine psychologische Schmerzbewältigungsgruppe. Und die wurden prospektiv ein Jahr untersucht. Und wie Sie hier sehen, ist das Ergebnis identisch. Das heißt, nach einem Jahr Follow-up haben etwa die Hälfte der Probanden Schmerzfreiheit erzielt. Es wäre natürlich spannend gewesen, eine Kombination, noch als dritte Gruppe. Ob das einen additiven Effekt hätte, ist leider nicht gemacht worden. Aber ich lese jetzt aus diesem Ergebnis heraus, mehrere Wege führen nach Rom. Und letztlich ist das auch unsere Erkenntnis in der Schmerzmedizin. Es gibt wahrscheinlich keine Therapie, die für alle gleich gut ist. Und Gott sei Dank haben wir jetzt verschiedene Instrumentarien zur Verfügung, die wir komplementär einsetzen. Jetzt möchte ich ein paar Folien sehr pointiert zeigen. Ich hoffe, dass ich damit niemanden auf den Schlips trete, nämlich was bedeutet es, wenn wir uns dieses klassische schulmedizinische Konzept näher ansehen, das bedeutet, den Schmerz zu killen. Im Angloamerikanischen heißen ja auch die Schmerzmedikamente Painkiller. Kann man Schmerz überhaupt killen? Lässt sich Schmerz beseitigen? Oder brauche ich einen anderen Vorgang im Gehirn, damit Schmerzfreiheit wieder erzielt wird? Wir haben heute in der Schmerzmedizin dieses multimodale Konzept. Ich denke, das brauche ich in dieser Runde jetzt nicht im Detail vorstellen. Es geht von medikamentöser und komplementärmedizinischer Behandlung über Psychotherapie, Schmerzpsychologie, medizinische Trainingstherapie, Körperarbeit, Sozialarbeit und invasive und operative Verfahren, die individuell jetzt kombiniert werden zum Wohle unseres Patienten. Der Stufenplan, WHO-Stufenplan der Schmerzmedikamente ist auch aus diesem Konzept heraus entwickelt worden. Ich möchte nur einen Aspekt herausgreifen, nämlich die Wirkungsweise der Antidepressiva, sehe ich jetzt auch so am Rande als Aufgabengebiet der psychosomatischen Schmerzmedizin. Warum wirken die eigentlich? Es gab viele Jahre das Konzept, dass Antidepressiva deswegen schmerzlindernd wirken, weil damit so ein verborgenes, depressives Element behandelt wird. Das Konzept der sogenannten lavierten Depression, vielleicht einigen im Raum bekannt. Die lavierte Depression in der Form gibt es wahrscheinlich nicht. Es hat sich bis heute nicht schlüssig belegen lassen. Was wir aber heute wissen, ist, dass die schmerzlindernde Wirkung der Antidepressiva in einem ganz anderen Areal des zentralen Nervensystems stattfindet wie die Depressionsbehandlung, nämlich im Rückenmark. Ich habe Ihnen diese zwei absteigenden, schmerzhemmenden Bahnen schon vorgestellt. Nun, und was ist jetzt die Hauptwirkung unserer Antidepressiva? Das sind sogenannte Reuptake-Hemmer. Das heißt, sie verhindern, dass Serotonin und Noradrenalin wieder hier aufgenommen wird. Das bedeutet, diese Transmitter schwimmen hier postsynaptisch an die Membran, bewirken hier einen Effekt, dann schwimmen sie wieder zurück, werden nicht aufgenommen, schwimmen wieder hin. Das heißt, es kommt zu einer Wirkungsverstärkung der absteigenden, schmerzhemmenden Bahnen. Das ist der Haupteffekt. Es gibt noch Nebeneffekte. Einige Antidepressiva, da gehört zum Beispiel das Amitriptylin dazu, das seit vielen Jahrzehnten ja in der Schmerztherapie in Verwendung ist, ist vermutlich direkt auch ein NMDA-Rezeptor-Antagonist. Und wiederum andere Antidepressiva haben eine opioid-ähnliche chemische Struktur, da gehört zum Beispiel das Trazodon dazu, und haben damit möglicherweise einen zusätzlichen Angriffspunkt an Endorphinrezeptoren. Aber der Haupteffekt ist sicherlich dieser. Das heißt, es gibt neben der antidepressiven Wirkung eine spezifische analgetische Wirkung von Antidepressiva, die auch keine andere Substanzgruppe übernehmen kann. Diese absteigenden, schmerzhemmenden Bahnen werden primär über Antidepressiva bedient. Hier müsste eigentlich mehr Forschung stattfinden, weil was Sie hier sehen können, ist, dass es auf dieser Landkarte viele, viele weiße Flecken gibt. Wenn Sie sich anschauen, so ein paar klassische Schmerzsyndrome vom neuropathischen Schmerz bis zum Reizdarmsyndrom,
dann sehen Sie hier nur ganz wenige Antidepressive, die da bisher auch empirisch belegt werden konnten. An vorderster Front das gute alte Amitriptylin, das eigentlich in fast allen Indikationen eine ganz gute Wirkung hat. Aber dann wird es schon sehr dünn. Sie sehen Duloxetin, Venlafaxin in einigen Indikationen, Milnazepran mit Fragezeichen, die sogenannten SSRIs mit Fragezeichen und auch das Mirtazepin und das Trazodon mit Fragezeichen. Das heißt, ich würde hoffen, dass da in den nächsten Jahren noch mehr Forschung passiert, weil ich könnte mir vorstellen, dass Antidepressiva auch in anderen Indikationsbereichen noch analgetisch als wirksam sich herausstellen. Ich komme nochmal zu einem provokanten Zitat von Ivan Illich, um dann zum letzten Teil überzuleiten, nämlich zu dem komplementär psychosomatischen Ansatz. Zum Thema Abtöten von Schmerz. Es gibt drei Gründe, weshalb die Vorstellung einer technischen, von Experten vorgenommenen Abtötung des Schmerzes allen europäischen Kulturen fremd war. Erstens, der Schmerz war die Erfahrung des Menschen von einem beschädigten Universum, nicht die mechanische Panne eines seiner Teile. Die Bedeutung des Schmerzes war eine kosmische und mythische, keine individuelle und technische. Zweitens, der Schmerz war ein Merkmal des Bösen in der Natur und der Mensch war selbst ein Teil dieses Ganzen. Der Arzt mochte die Qualen lindern, aber hätte er die Notwendigkeit zu leiden beseitigen wollen, dann hätte er den Patienten beseitigen müssen. Drittens, der Schmerz war eine Erfahrung der Seele und diese Seele war im ganzen Körper präsent. Wir können die Seele noch immer nicht lokalisieren. Was heißt das jetzt für die psychosomatische Betrachtung? Und hier taucht in den letzten 10, 15 Jahren ein Konzept auf, das unter dem Begriff des Relearnings publiziert wurde. Relearning bedeutet, Sie lernen letztlich ungünstige Schmerzerfahrungen, beginnend von der frühesten Kindheit mit traumatischen Erfahrungen. Liebe tut weh beispielsweise, wenn Sie Gewalterfahrungen gemacht haben. Und das zieht sich durch das ganze Leben durch. Im Rahmen der psychotherapeutischen Bearbeitung geht es darum, eine neue Beziehungserfahrung mit sich und seinem Körper, aber auch mit anderen Menschen zu machen und das über das andere drüber zu lernen. Wir können das ja nicht löschen. Unser Gehirn hat keine Delete-Taste, aber wir haben die Möglichkeit, neue Erfahrungen drüber zu lernen, die letztlich irgendwann einmal stärker sind als das alte negative Gefühl. Und darum geht es letztlich auch in der psychosomatischen Behandlung. Was einen nicht umbringt, macht einen nicht härter, ist das Motto. Psychische Faktoren der Schmerzverarbeitung sind kein Epiphänomen, sondern essentielle Komponente der Schmerzverarbeitung. Schmerzwahrnehmung und Schmerzverarbeitung ist ein dynamischer Prozess, in den die Auswirkungen früherer schmerzhafter Erfahrungen und Erlebnisse mit einfließt. Die Schmerzverarbeitung wird entscheidend durch Erinnerungen an diese früheren Erlebnisse beeinflusst. Und das beginnt beim Arzt-Patienten-Gespräch, bei der Anamneseerhebung, die Art und Weise, wie wir letztlich auch mit unseren Patientinnen und Patienten umgehen, auch unsere eigenen Schmerzerfahrungen, die wir da mit reinbringen, von der frühesten Kindheit, treffen letztlich auf die unserer Klienten. Sehr viele Kontextvariablen spielen eine Rolle. Also die Frage ist, welchen Einfluss hat es darauf, auf die Schmerzschilderung, wenn ich ein Anamnesegespräch so führe oder wenn ich das in einem ganz anderen Rahmen führe? Welchen Einfluss auf die Schmerzlinderung hat es, wenn ich solche Interventionen setze? Ich habe Ihnen die Studie von Benedetti zur Placebo-Medizin gebracht. Das heißt, in der psychosomatischen Basisversorgung geht es im Wesentlichen darum, Gesprächskompetenzen zu entwickeln, weiterzuentwickeln, über das hinaus, was wir klassischerweise im Medizinstudium gelernt haben und letztlich diese Bedürfnisse unserer Patienten auch wahrzunehmen und entsprechend auch reagieren können, zu lernen. Ich zeige Ihnen nur ein Beispiel, vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor. Der Schmerzpatient sagt, Herr Doktor, mein Rücken macht seit 7 Jahren Probleme, ich halte das nicht mehr aus. Der Arzt denkt sich oder sagt vielleicht auch, im MRI sehe ich aber nichts Besonderes, so schlimm kann das doch nicht sein, ich kann nicht sehen. Was ist da passiert in dieser Kommunikation? Der Patient drückt eine Befindlichkeit aus. Der Schmerz ist eine Befindensstörung oder Befindlichkeitsstörung. Mir geht's schlecht. Der Arzt kommuniziert über die Befundebene. Das heißt, ich habe hier zwei ganz unterschiedliche Kommunikationsebenen. Und solange ich auf diese zwei Ebenen nicht irgendwie zur Deckung bringen kann, werden die zwei möglicherweise nicht gut ins Gespräch kommen und sich nicht auf ein gutes Therapieziel einigen können. Über dieses Basis-Equipment hinaus, das wir als schmerztherapeutische Basisversorgung bezeichnen,
gibt es in der psychosomatischen Arbeit dann spezifische Interventionen, das sogenannte Schmerzbewältigungstraining. Das kann man als Gruppentherapie oder in der Einzeltherapie durchführen. Und hier geht es darum, die Patientinnen aus ihrer Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit und Passivität wieder rauszuholen und sie letztlich kompetent in der Bewältigung ihrer Schmerzen zu machen. Das machen wir, indem wir den Patientinnen verschiedene Fertigkeiten vermitteln, zum Beispiel Entspannung, Achtsamkeitsübung, gestufter Aktivitätsaufbau oder direkt auch auf den Schmerz zugehende Verfahren, kognitive Verfahren, zum Beispiel Imaginationsarbeit, Fantasiereisen, Körperreisen, akzeptanzfördernde Interventionen. Das ist wahrscheinlich jetzt für viele hier in dieser Runde, sind das Fremdworte, die nicht wirklich gut inhaltlich besetzt sind. Ich darf Ihnen das an den Bedürfnissen noch einmal näher bringen. Worum geht es in der psychosomatischen Schmerztherapie? Und das sind Bedürfnisse, die sind kulturübergreifend. Ob das jetzt Migrantinnen sind, ob das Menschen aus ganz anderen Regionen dieser Erde sind oder Menschen aus Graz oder sonst irgendwo. Im Prinzip haben alle die gleichen Bedürfnisse, nämlich wir brauchen eine Erklärung für den Schmerz. Ich muss eine kognitive Ordnung herstellen. Irgendwie muss ich das einordnen in meinem bisherigen Erfahrungsschatz. Und zwar auch nach der Bedeutung. Welchen Sinn hat es, dass ich leide? Warum habe ich das überhaupt und was kann das für mein weiteres Leben auch bedeuten möglicherweise? Hilflosigkeit reduzieren ist ein ganz wichtiges Grundbedürfnis. Kontrollüberzeugung stärken, die Schuld nehmen. Wer ist schuld? Bin ich schuld? Habe ich was falsch gemacht? Sind andere schuld? Mein Nachbar, mein Chef, meine Partnerin, mein Arzt, mein Therapeut. Und die gesellschaftliche Anteilnahme, also dieses Konzept des Social Supports. Ich habe Ihnen den sozialen Schmerz schon dargestellt, also das Ablehnen des Patienten. Und wenn Sie jetzt sehr kritisch das prüfen, fragen Sie sich einmal, wie geht es Ihnen denn mit den sogenannten lästigen Patientinnen, mit den schwierigen Patientinnen? Das ist durchaus eine Herausforderung, dieses Konzept da auch zu verwirklichen. Das ist eine Folie, die ich abgeschrieben habe aus einem Buch von Herrn Kohnen. Herr Kohnen ist Ethnomediziner und hat diese Bedürfnisse in der Schmerzverarbeitung weltweit in verschiedensten Kulturkreisen untersucht und letztlich Parallelen da gefunden. Wie setzen wir das um? Ich zeige Ihnen jetzt so ein Beispiel, das ist aber nur ein Beispiel, für eine Schmerzbewältigungsgruppe, die in der Klinik, in der ich jetzt tätig bin, durchgeführt wird. Unsere Patienten kommen zu einer psychiatrisch-psychosomatischen Reha für 6 Wochen. Das heißt, es sind 6 Wochen etwa 10 bis 12 Patienten immer in einer Gruppe. Nach 3 Wochen geht die Hälfte nach Hause und es kommen dann wieder weitere 6. Das heißt, wir haben so ein halboffenes Modell, es sind immer 6 alte und 6 neue Patienten, die dann 3 Wochen miteinander arbeiten. Das heißt, das sind jetzt verschiedene Module, die in diesen Gruppentherapien durchgeführt werden, 2-mal in der Woche, 2 Stunden. Alle 3 Wochen gibt es eine Begrüßungs- und Verabschiedungsrunde und dann sehen Sie hier verschiedene Bausteine. Was wir hier zum Beispiel machen, ist diese Erklärungsmodelle. Ähnlich wie ich es jetzt in meinem Vortrag gebracht habe, versuchen wir auch unseren Patienten ein Verständnis zu entwickeln, was passiert eigentlich in meinem Kopf, wenn ich Schmerzen habe. Wie ist es mit dieser Neurobiologie, mit dieser Gate-Control-Theorie? Welche Medikamente bewähren sich wirklich? Und dann geht es aber eigentlich ziemlich schnell in diese aktiven Techniken. Wir vermitteln verschiedene Übungen, wie kann man die Aufmerksamkeit wieder steuern, sich ablenken vom Schmerz oder auf den Schmerz zugehen, welchen Zusammenhang gibt es zwischen meinem Körper, meinen Gedanken und Gefühlen. Dann gibt es auch hypnotherapeutische Techniken, Schmerzbrücken. Es beginnt dann nach Begrüßung wieder mit Schulung, welchen Einfluss hat Krankheitsverhalten auf Chronifizierung, also wenn ich mich nur ins Bett lege und mich passiv versorgen lasse. Und dann geht es auch hier wiederum sehr schnell in die übenden Faktoren hinein. Also wie kann ich genießen trotz Schmerzen, das ist ein scheinbarer Widerspruch, kann man aber wieder lernen. Wie kann ich wieder Aktivität aufbauen trotz Schmerzen, auch nur ein scheinbarer Widerspruch. Dann haben wir hier verschiedene Imaginationstechniken und akzeptanzfördernde Übungen. Wenn Sie Ergebnisqualität messen in der Psychosomatik, und das vergleichen mit anderen psychiatrisch-psychosomatischen Indikationen, dann sehen Sie, dass die Ergebnisse gar nicht so schlecht sind, aber sie sind noch nicht gut genug. Das ist hier eine Meta-Analyse bei fast 30.000 behandelten Personen in Deutschland, wo man festgestellt hat, die stationäre oder teilstationäre psychosomatische Behandlung von depressiven Patienten hat eine Effektstärke von 0,84, das ist eine ziemlich gute.
während die von chronischen Schmerzpatienten und Somatoformenpatienten nur bei 0,49 liegt. Das ist nicht so schlecht, aber es ist bescheiden. Das heißt, hier muss noch etwas getan werden. Und wir haben als dritten und letzten Baustein eine spezielle Schmerzpsychosomatik, die nämlich genau für jene, das betrifft nicht jeden Schmerzpatienten, für jene Patienten geeignet ist, die sehr frühe ungünstige Bindungserfahrungen gemacht haben, die schwer traumatisiert wurden in ihrer Kindheit, die zentrale Beziehungsstörungen haben, die keine Gefühle verarbeiten können und mit Stress nicht gut umgehen können. Und hier haben wir ganz andere Bausteine, die ich Ihnen abschließend noch kurz zeigen darf. Ähnliches Modell, also wieder 3 Wochen, dann kommen wieder neue dazu, 3 Wochen, ist auch eine Gruppentherapie, 2-mal in der Woche. Hier bearbeiten wir im Wesentlichen die frühkindlichen Bedürfnisse. Was sind die Sehnsüchte, die diese Menschen hatten und die nicht befriedigt wurden? Die Arbeit am sogenannten inneren Kind, also meine primären Gefühle. Wir verwenden dazu auch verschiedene Formen der Aufstellungsarbeit in der Psychotherapie oder Rollenspiele, weil sich diese frühkindlichen Traumatisierungen auch im Erwachsenenleben wiederholen, am Arbeitsplatz, in Beziehungen, in Partnerschaften etc. Und es geht darum, dann irgendwann eine Entscheidung zu treffen, wie will ich weiterleben. Im zweiten Teil geht es hauptsächlich um Emotionsarbeit, also die Bearbeitung von Trauerreaktionen, von Schuldkonflikten, von Scham, von Wut, ungünstigen Umgang mit Aggression. Wenn wir diese oder ähnliche Konzepte in die Schmerztherapie, in die Psychosomatik... Ich würde Ihnen gerne noch die 2 letzten Folien zeigen. Könnten Sie so nett sein und das von hinten weiterschalten? Das wäre nett. Ja, vielen Dank. Wenn wir diese und ähnliche Konzepte zusätzlich noch in die Schmerztherapie einbauen, sehen Sie, dann steigt die Effektstärke auf 0,7 und damit sind wir fast schon bei dem Ergebnis der depressiven Patientinnen. Bitte weiter. Ich kann es leider nicht bedienen. Ich schließe ab. Ich hoffe, ich habe Ihnen so einen Weg zeigen können, wie man das schulmedizinisch-klassische Konzept ein bisschen noch komplementär ergänzen kann. Letztlich geht es für unsere Schmerzpatientinnen darum, einen neuen Lebensweg zu finden. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dr. Michael Bach. Sie kehren wieder nach Oberösterreich zurück, haben wir gehört, nach Bad Hall. Dankeschön für diese Vorstellung. Eigentlich grob runtergebrochen braucht es auch die Liebe zum Patienten, damit er wieder gesund werden kann und Schmerzen nicht so spürt, wie sie sein können. Dankeschön. Also wir haben jetzt gehört, es gibt wirklich verschiedenste Ansätze, mit denen man arbeiten kann. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema ist eben auch, eine Therapie multimodal zu gestalten. Das bedeutet einfach, das heißt Sozialarbeiter sind dabei, Psychologen und auch Physiotherapeuten, dass man den Menschen nicht nur als Fall sieht, sondern als großes Ganzes. Ganz wichtiges Thema, wenn diese Menschen dann teilweise auch mit einer gewissen Auswegslosigkeit konfrontiert sind. Und das ist auch Thema unseres nächsten Vortragenden. Multimodale Therapie, Benefits und Limitationen. Dr. Rudolf Licker vom Klinikum Klagenfurt. Grüß Gott. Ich bin natürlich jetzt vor der Mittagspause. Ich werde die Redezeit wahrscheinlich ein wenig verkürzen, weil ich schneller bin. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute herkomme. Mit dem Josef Neuhold verbindet mich hier eine jahrelange Zusammenarbeit. Und es war immer Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten, uns auf den Kongressen zu treffen. Nicht nur auch wissenschaftlichen Austausch, sondern auch ein Bier zu trinken. Und mein Thema ist heute multimodale Therapie, Benefits und Limitationen. Ich werde kurz sagen, warum wir das machen. Wir haben eine Schmerzklinik, die interdisziplinär aufgebaut ist, wo wir mit der Anästhesie, wir sind die Anästhesie, wir arbeiten mit der Neurologie zusammen, mit der Neurochirurgie, die klinische Psychologie, Orthopädie und Radiologie. Was haben wir in Österreich noch immer als Problem? Und das Schlimme ist, Neuhold weiß es, er ist seit 20 Jahren im Schmerz drin, wir reden immer über die gleichen Zahlen und in Österreich passiert nichts. Das Gesundheitssystem
schläft. Die Ärzte wollen keine Weiterbildung in Schmerz, wollen kein zweites Diplom. Alle wehren sich gegen weitere Ausbildungen. Es ist ein resistentes Land Österreich und die Schmerzpatienten werden immer mehr. Wir haben 5,5 Milliarden verbrauchen wir fürs muskuloskeletale System in Österreich alleine. Und die direkten Kosten, das sind die Kosten, wo die Patienten im Krankenhaus sind, hier sind 1,4 bis 1,8 Milliarden. Wenn die Menschen länger als 2 Jahre Arbeitsausfallsdauer haben, geht keiner mehr auf den Arbeitsplatz zurück. Das muss uns klar sein. Und wenn Sie hier schauen, hier praktisch Austrian Health Survey 2014, wenn Sie hier schauen, unter den ersten 5 wichtigsten Erkrankungen in Österreich sind 3 Schmerzerkrankungen. Es ist praktisch der Rückenschmerz, die Beschwerden in der Halswirbelsäule, die Arthrose. Das Einzige, was noch dabei ist, ist der Blutdruck und die Allergien. Also das ist eigentlich ein trauriges Bild für das österreichische Gesundheitssystem. Millionen Personen gaben an, in den letzten 12 Monaten unter chronischen Kreuzschmerzen und anderen chronischen Rückenleiden gelitten zu haben. Und Sie sehen natürlich, dass hier die Menschen, die älter sind, natürlich hier die sehr starken Schmerzen zunehmen. Wenn die Menschen über 75 sind, haben sie mehr stärkere Schmerzen. Und das ist auch ein Unfug, was immer denkt, alte Menschen haben weniger starke Schmerzen, sondern ältere Menschen haben auch stärkere Schmerzen. Auch das ist eine Entwicklung. Wir wissen, dass bei den älteren Patienten 50% der älteren Menschen unter Schmerzen leiden. Und Sie sehen hier auch, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern nehmen die sehr starken Schmerzen im Alter zu. Und das hat natürlich Einfluss auf alle Faktoren der Lebensqualität. Das beeinflusst den physischen Bereich, den psychischen Bereich, die sozialen Beziehungen, die Umwelt und die Lebensqualität. Und desto stärker der Schmerz ist, desto mehr Einfluss auf die verschiedenen Faktoren der Lebensqualität. Ich will nur ungefähr zeigen, was wir in unserer Klinik machen. Wir sehen ungefähr 3.000 neue ambulante Patienten pro Jahr. Wir machen 23.000 Leistungen und wir machen viele CT-Blockaden, 1.000 CT-Blockaden pro Jahr und momentan auch invasive Verfahren. Dazu zählen auch die ultraschallgezielten Blockaden. Wir machen 2.000 invasive Verfahren, ungefähr 1.000 ultraschallgezielte Blockaden pro Jahr und wir implantieren ca. 50 Systeme pro Jahr, Pumpen und praktisch SCS-Sonden. Wir haben ein gewisses Budget, es ist nicht so schlecht. Aber wichtig ist, dass man fachübergreifend zusammenarbeitet. Wir arbeiten extrem gut mit den niedergelassenen Ärzten zusammen in Kärnten. Wir gehen alle 3 Monate raus, erklären den Ärzten über verschiedene Gebiete der Schmerztherapie und die niedergelassenen Ärzte wissen auch, was wir hier anbieten. Wir bieten an von den medikamentösen Therapien bis hin auch, was Kollege Bach gesagt hat, Biofeedback, Entspannungsverfahren, Verhaltenstherapie, natürlich die ganzen invasiven Verfahren von Implantationen, von Boards, von Implantationen, von Stimulatoren. Sehen Sie ein paar Beispiele nur. Hier zum Beispiel eine CT-gezielte Blockade. Vieles machen wir mit Ultraschall. Ultraschall hier, wenn man hier auf den Facettengelenksblockaden macht, Sie sehen hier einen Prozessus spinosus, Sie sehen hier das Facettengelenk, hier den Prozessus costalis oder Prozessus transversus, wie man dazu sagt. Hier ist der Zielpunkt, wo man hier praktisch die Facette dann blockiert. Hier noch schöner, hier ist natürlich hier dargestellt, hier der Prozessus spinosus, hier eine schöne Facette, die man sieht, und hier praktisch der Querfortsatz. Gut, gehen wir drüber. Was ist hier von den Studien her gezeigt worden? Egal, ob man jetzt unter Bildwandler arbeitet oder Ultraschall arbeitet, Sie sehen zum Beispiel bei Facettenblockaden, wenn die Schmerzen vorher bei 8 sind ungefähr, der Erfolg ist gleich. Ich muss nur bildgebend blockieren, das ist ganz wichtig und nicht ohne Bildgebung. Also hier noch einmal zum Beispiel sehen Sie eine Wurzelblockade. Hier dann, Sie sehen auch hier schön die epidurale Ausbreitung, wenn man hier im Bereich der Wurzel ist. Wichtig ist eben, man muss heute bildgebend blockieren. Und man soll diese Methoden, wo man sagt, ich spritze ins ISG, weil ich so gut bin, wenn ich 40 Milliliter hinspritze, wird schon was hinrinnen. Aber das ist dann keine gezielte Blockade. Klar, heute haben wir bildgebende Verfahren, ich muss heute mit Ultraschall arbeiten, mit CT arbeiten, dann kann ich auch wissen, bin ich im richtigen Spot, bin ich im richtigen Bereich, hat der Patient eine Schmerzlinderung oder nicht. Und dann sollte ich auch nicht mehr als 3 Blockaden machen, außer ich habe eine Privatklinik, dann werde ich wahrscheinlich 15 machen. Aber ich sollte mal nur 3 Blockaden machen, wenn 3 keinen Erfolg bringen, dann sollte ich damit aufhören.
Das ist auch ganz wichtig. Man muss, wenn man Patienten weiter blockiert, ohne dass sie einen Erfolg haben, dann macht man sie zum chronifizierten Schmerzpatienten. Das muss uns auch bewusst sein. Wenn wir einen Rückenschmerz haben, dann haben wir die Möglichkeiten von einem nicht-medikamentösen Verfahren, wie Kollege Bach erzählt hat, bis hin zu den Medikamenten, hier praktisch auch. Und dann kommt das multimodale Therapiekonzept noch zur Anwendung. Wir haben verschiedene Medikamente. Ich werde ein paar Dinge kritisch hervorheben, warum wir multimodale Therapiekonzepte brauchen. Wenn Sie hier schauen, was haben wir bei Nicht-Opiat-Analgetika? Wir wissen hier, Schlaganfallrisiko, das Ibuprofen am höchsten. Kardiovaskulären Tod, das Acoxia, was zugelassen ist für die Arthrose und für die Gicht. Auch hier das höchste Risiko. Diclofenac, wissen wir auch, hat auch ein höheres kardiales Risiko. Da ist von der European Medical Agency praktisch hier die Warnung rausgegangen. Was ist Gastrointestinaltrakt? Ist es egal, welche Dosis ich dem Patient gebe? Nein. Oder welches Medikament? Sie sehen hier die Medikamente mit einer langen Halbwertszeit. Hier, wenn Sie hier nehmen, die Oxycame, da wäre ein 7,4-faches höheres Risiko, dass es zu einer gastrointestinalen Blutung kommt. Das ist aber dosisabhängig. Sie sehen hier Ibuprofen Low-Dose, Ibuprofen High-Dose. Ibuprofen Low-Dose 1,9-faches Risiko, Hochdosis 3,9. Das geht quer durch alle Medikamente. Auch muss ich schauen, dementsprechend die Dosis reduzieren und für Nicht-Steroid-Antirheumatika sie so kurz wie möglich anwenden und die niedrigste Dosis wie möglich für den Patienten. Also das war die hier praktisch von EMA, wo man vorsichtig sein muss mit Diclofenac bei Patienten mit kardiovaskulären Risikofaktoren und mit Hyperlipidämie, Diabetes und Rauchen. Mittlerweile wissen wir, Metamizol war jahrelang, jahrzehntelang verpönt. Mittlerweile haben wir auch gute Studien. Wir haben auch Meta-Analysen gemacht, hier mit dem Kollegen Lampe eine Meta-Analyse in der Zeitschrift der Schmerz publiziert. Und wenn Sie hier sehen, die errechnete Übersterblichkeit gegenüber Normalbevölkerung, wenn Sie hier schauen, Acetylsalicylsäure hier zum Beispiel aufgrund der Agrozytose 80, Diclofenac 144, Metamizol 13 und Paracetamol ganz niedrig. Also das heißt, mit Metamizol sind wir in einem sicheren Bereich in der Schmerztherapie, was die Nebenwirkungen betrifft. Wie schaut es nun aus mit den Opiaten? Welche Probleme haben wir dort? Wir haben natürlich hier eine Studienlage, die nicht so evident ist wie bei Tumorschmerzen, bei Nicht-Tumorschmerzen. Aber wenn Sie hier schauen, die Opiatanalgetika haben Sie als wichtige Option in der Therapie von chronisch Nicht-Tumorschmerzen etabliert im Behandlungskonzept. Aber wo sind 1A-Empfehlungen? Wo sind Indikationen, wo ich sage, da kann ich die Opiate problemlos einsetzen? Es gibt eigentlich nur 4 1A-Empfehlungen. Das ist die Brustzosteneurologie, diabetische Polyneuropathie, die Arthrose und der chronische Rückenschmerz. Bei allen anderen sind Empfehlungen, wo man sich das überlegen kann, individueller Heilversuch. Sie sehen hier bei vielen, zum Beispiel hier bei Zustand nach Thalamusinfarkt, bei chronischen Schmerzen nach komplexregionalen Schmerzsyndrom, individueller Heilversuch. Und hier zum Beispiel offene Empfehlungen bei Schmerzen nach Rückenmarksverletzungen oder bei Radikopathie. Aber es gibt eben nur 4 Krankheitsbilder mit einer 1A-Empfehlung von der Evidenz her. Es gibt aber viele Kontraindikationen. Die Kopfschmerzen zum Beispiel hier, das Fibromyalgie-Syndrom. Hier ist ja nur Tramal untersucht und zugelassen, weil Tramal eben wie ein Antidepressivum als zweites wirkt, der zweite Wirkmechanismus, deswegen hier der Sternl. Sonst alle anderen Opiate sind auch bei Fibromyalgie kontraindiziert. Was sollte ich, wenn ich mit Opiate arbeite? Das ist mir ganz wichtig. Wir haben früher sicher zu viel Opiate selbst verwendet. Wir haben sicher Patienten auch süchtige gemacht, weil wir in so hohen Dosisbereich gegangen sind. Hier muss man vorsichtiger sein. Sie sehen auch hier kurzfristig therapieren 4 bis 12 Wochen. Und eben 1A-Empfehlungen nur bei diesen 4 erwähnten Krankheitsbildern, bei der Arthrose, bei der diabetischen Polyneuropathie, Brustzosteneurologie und bei chronischen Rückenschmerzen. Und nur praktisch hier 25% der Patienten profitieren dann von einer Langzeittherapie. Was muss man noch schauen? Wenn ich hier beachten, hat der Patient ein Risiko? Hat der Patient ein Risiko, dass er hier abhängig wird? Dann muss ich schauen, wie ist seine psychiatrische Komorbidität? Nimmt er regelmäßig Drogen? Heavy Smoking Index? Catch-Fragebogen, da geht es um Alkohol. Nach 3 Monaten muss ich evaluieren, ist das Opiat, welches ich dem Patienten gebe, richtig?
Und wenn er hier einen Risikofaktor hat, dann muss ich entweder mit einem Psychologen zusammenarbeiten. Wir haben 5 Psychologen mittlerweile in unserer Klinik, mit denen wir arbeiten und schauen, hat der Patient Risikofaktoren oder eventuell mit einem Psychiater. Sie sehen hier diesen Heavy Smoking Index und über 4 Punkte ist man bald, wenn Sie denken, bei einem Raucher, innerhalb von 5 Minuten in der Früh, wenn er raucht, kriegt er schon 3 Punkte, dann braucht er nur mehr 11 bis 20 Zigaretten rauchen, dann hat er schon 4 Punkte. Also da ist man bald dort drin. Das heißt, diese Patienten mit diesen Risikofaktoren muss ich rausfiltern, auch bei der Opiatverabreichung. Länger als 12 Wochen Opiattherapie kommt nur bei Therapierespondern in Frage und ich brauche ein definiertes Therapieziel. Das ist nicht der Schmerz allein, sondern der Patient muss in der Funktion besser werden und auch in der Lebensqualität besser werden. Und es ist auch hier bei einem Medikament der multimodale Therapieeinsatz. Das Medikament ist nicht alleine das Opiat, sondern ich muss dem Patient eben auch physikalische Methoden anbieten, Physiotherapie anbieten, psychotherapeutische Interventionen anbieten und wichtig ist, Lebensstilmodifikationen. Wir müssen den Patienten so weit bekommen, dass er sagt, er ist der Betroffene, er muss an sich arbeiten. Jede Schmerzklinik wird keinen Erfolg bekommen bei Patienten, die nur passive Konsumierer sind. Wenn er nicht einmal so weit kommt zu einem Punkt, dass er an sich selbst arbeitet, dann haben wir keine Chancen. Ich muss natürlich schauen, wie ist der Schmerzcharakter. Das nennt sich die Chronobiologie beim Schmerz. Wenn der Patient Arthrose hat, wird er noch früh weniger Schmerzen haben, noch und dann werden die Schmerzen beginnen, wenn er sich belastet, am Abend vielleicht, wenn er liegt, weniger. Jetzt muss ich denen in der Früh 4 Milligramm Hidal geben und am Abend auch 4, sondern am Abend vielleicht nur 2 Milligramm, wenn er weniger Schmerzen hat. Auch hier, das nennt sich die Schmerztherapie an die Chronobiologie des Schmerzes anpassen. Natürlich schauen Medikamente wirken unterschiedlich. Es gibt Opiate, die mehr auf neuropathischen Schmerz wirken, wie zum Beispiel das Buprenorphin, was nur auf den Natriumkanal wirkt, das Oxycodon, was auf den Kappa-Rezeptor noch wirkt, neben dem Mu-Rezeptor und das Tapinadol, das neue, das Balexia, was noch noradrenerg wirkt. Neben Tramal wäre es auch sehr effektiv ist bei neuropathischen Schmerzen. Rapid Onsets of Opioid, das sind die schnell wirksamen Fentanyle, die ich hier entweder sublingual gebe oder bukal gebe und so weiter, haben in einer chronischen Schmerztherapie bei Tumorschmerzpatienten nichts zu suchen. Wir machen diese Patienten nur abhängig. Und es gibt immer wieder Patienten, die zu mir kommen, die das bekommen. Absolute Kontraindikation. Indikation nur bei Tumorpatienten, maximal bei Patienten mit COPD. Da gebe ich es aber nur für die Atemnot. Klar, das ist ein anderer Zusatz, hat mit Schmerz nichts zu tun. Was sind die Ziele der Opiattherapie? Die 4S, Schmerzlinderung, Sicherheit der Therapie, soziale Teilhabe und ich will die Substanzproblematik vermeiden. Sucht. Was sind Risikofaktoren? 2-4% wird circa angegeben. Es gibt unterschiedliche Studien, weil Sucht nicht definiert ist, Abhängigkeit nicht definiert ist, sie sagen bis 40%. Ich denke, wir haben in Österreich ungefähr opiatabhängige, süchtige Patienten selbst natürlich erzeugt, aber es ist circa bei 4%. Und diese Patienten muss ich rausfiltern und muss hier praktisch schauen, dass ich sie entziehe. Wann muss ich hier denken, dass eventuell ein Problem auftreten kann? Wenn ein Patient Opiatanergetika von anderen Verschreibern nimmt, wenn häufig Visiten in Notfallambulanzen, wenn ein Patient hier vorgezogene Termine wahrnimmt, wenn er Dosis eskaliert, wenn er Dosis nicht reduzieren will, wenn er behauptet, dauernd er verliert Rezepte, dann muss ich hier wirklich vorsichtig sein. Wir haben extrem gute Zusammenarbeit in Kärnten mit der Drogenberatungsstelle. Ich habe alle Informationen, welche Patienten dort sind und deswegen sind wir auch informiert und sind relativ vorsichtig. Das sollte natürlich nicht zu einer Untertherapie der Opiatabhängigen führen, der substituierten Patienten. Ich muss sie sehr wohl therapieren, nur muss ich sie halt engmaschig kontrollieren. Klar? Auch dort die muss ich genauso therapieren, wenn sie Schmerzen haben. Wichtig ist, wenn das Therapieziel erreicht ist, dann kann ich hier die Opiate absetzen, natürlich auch bei Unwirksamkeit der Therapie, bei starker Toleranzentwicklung, bei opioidinduzierter Hyperalgesie oder bei Hinweis, wie schon erwähnt, bei einer Substanzproblematik. Ja. Wie geht man hier vor und was ganz wichtig ist? Ich muss schauen, hat der Patient einen Schmerz, der auf das Opiat anspricht? Die Ziele sind eben nicht nur Schmerzlinderung allein, sondern Aktivität, Lebensqualität, Verbesserung und aktive Mitarbeit des Patienten. Und ich muss auch die Funktion damit verbessern, damit kann er aktiver werden.
Und empfohlen wird jetzt in der Opiattherapie nicht höher zu gehen als 120 Milligramm Morphin-Äquivalent. Jetzt überlegen Sie mal, das heißt 50 Duagesic, 52,5 Transdec oder 120 heißt zum Beispiel 24 Milligramm Hydromorphon. Sie überlegen sich selbst, wie viele Schmerzpatienten Sie haben, die viel höhere Dosierungen haben bei Opiaten. Also man muss umdenken, muss andere Methoden anbieten, man muss eigentlich wieder in den niedrigen Dosisbereich mit den Opioiden kommen. Ich muss die Wirkung und Nebenwirkung regelmäßig dokumentieren. Ich muss schauen, wenn Patienten auf stabiler, moderater Opiatdosis bleiben, dann kann ich sie beibehalten. Aber wie gesagt, nach 3 Monaten evaluieren, ist der Patient ein Responder oder nicht. Das ist ganz wichtig. Irgendwie. Das Problem, was wir haben, geben wir Medikamente, dann haben wir zuerst eine unzureichende Schmerzlinderung, aber der Patient verträgt sie gut. Dann haben wir eine ausreichende Schmerzlinderung, aber er verträgt sie weniger. Und dann reduzieren wir die Dosis wieder. In diesem Kreis bewegen wir uns. Deswegen müssen wir sagen, es geht um Schmerzlinderung. Es geht nicht um Schmerzfreiheit. Das ist ein Ziel, was wir bei den Patienten, bei Nicht-Tumor-Patienten nicht zusammenbekommen. Es geht um Verbesserung der Lebensqualität, der Funktion und es geht um Schmerzlinderung. Was auch interessant ist, wenn Sie jetzt so Studien lesen und sagen Sie, Nimesulide, wie viele Patienten muss ich behandeln, um einen 50%igen Erfolg zu bekommen? Dann wissen viele, dass zuerst zum Beispiel Pregabalin, Gabapentin, die Nummer bei 3,4, 3,6 gelegen sind. Yeah. Und das Problem ist, was machen Studien? Studien schließen gesunde Patienten ein. Überspitzt gesagt. Der darf nur den Schmerz dort haben und sonst muss er von der Leber gesund sein, von der Niere gesund sein und so weiter. Das sind aber nicht unsere Schmerzpatienten. Sondern die Schmerzpatienten haben meistens ein paar Leberprobleme, haben meistens dann eingeschränkte Nierenfunktion und so weiter. Wenn dann später praktisch der Meta-Analysen rauskommen, wo dann viele andere Studien reingeschlossen werden, die klinische Praxis, dann werden die Nimesulide plötzlich schlechter. Das heißt, das ist die Realität, die sich dann abbildet. Das heißt, mit Pregabalin muss ich 7 Patienten behandeln, um bei einem eine 50%ige Schmerzlinderung zu bekommen. Bei Tramadol 4,7 zum Beispiel. Also ist auch die klinische Realität ist anders wie in den Studien, das muss uns auch klar sein. First Line, hier bei neuropathischen Schmerzen ist Gabapentin, Pregabalin, Sie sehen, und natürlich mittlerweile auch Botulinumtoxin bei lokalisierten neuropathischen Schmerzen, wenn sich Spezialisten auskennen. Also Schmerzklinik sollten bei neuropathischen Schmerzen auch Botulinumtoxin hier anbieten, weil es wirklich aus meiner klinischen Erfahrung auch sehr effektiv ist. Also wir sollten in dem Bereich sein, wo wir eine optimale Verträglichkeit haben und eine optimale Wirksamkeit. Was auch klar ist, evidenzmäßig, da zeige ich Ihnen etwas, wenn man jetzt von uns behauptet, die invasive Verfahren machen, ihr müsst eine hohe Evidenz haben, ihr müsst 1A-Empfehlungen abgeben, ist unmöglich. Weil es wird keine placebo-kontrollierten Studien geben. Es wird keiner sagen, du darfst das ISG reinstechen mit Kochsalz und dann spritzt ein Lokalanästhetikum. Es wird keine Ethikkommission solche Studien genehmigen. Deswegen gibt es hier auch keine 1A-Empfehlungen. Es ist irreal, wenn man von invasiven Verfahren verlangt, eine 1A-Evidenzempfehlung von randomisierten, kontrollierten Studien. Deswegen, Sie sehen hier zum Beispiel der deutsche intraartikuläre Injektion hier im ISG ist 1B-Empfehlungen. Die Empfehlungen sind maximal, es kann überlegt werden oder es kann empfohlen werden. Es gibt keine 1A-Evidenz bei invasiven Verfahren. Gehen wir noch hin zu multimodalen Therapieprogrammen. Multimodale Therapieprogramme sind effektiver natürlich als Programme mit Einzeltherapien, das ist klar. Sie sehen hier, in Schweden konnte auch derartige Programme volkswirtschaftlich 63.000 Euro bei Männern und 137.000 Euro bei Frauen über 3 Jahre praktisch in der Therapie eingespart werden. Sei es, dass sie weniger im Krankenstand waren, sei es, dass sie wieder in den Arbeitsprozess gegangen sind, sei es, dass sie weniger Medikamente genommen haben. Das heißt, der Nutzen, wenn ich hier Programme kombiniere, ist besser als die Einzelprogramme. Wir erzielen eine hohe Wirksamkeit, eine Erhöhung der Zufriedenheit der Versicherten, Verringerung der Wartezeit, Verkürzung der Arbeitsunfähigkeit, wir haben eine Kostenreduktion. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man erzielen kann. Und das sind Programme eben über 100 Stunden. Unsere Patienten sind jeden Tag in der Klinik von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr Nachmittag, über 4 Wochen. Und das hat sich die Pensionsversicherung noch nicht durchgesprochen.
Die sagen, sie zahlen an Rehab nur 2 Stunden Vormittag und 2 Stunden Nachmittag. Dauert lang, wir verhandeln seit 10 Jahren, aber meistens im österreichischen Gesundheitssystem muss man 15 Jahre verhandeln, dann kommt irgendwann ein Umdenken. Aber 5 Jahre habe ich noch Zeit, mit der PV zu verhandeln. Also mit der GKK haben wir eine gute Kooperation. Bei uns wird das praktisch, wir haben 2012 mit diesem Konzept gestartet, vom Kärntner Gesundheitsfonds finanziert. Mittlerweile ist es finanziert vom Kärntner Gesundheitsfonds plus Gebietskrankenkasse. Ich sage, resistent ist noch die GKK, die PV. Irgendwie werden wir die auch noch ins Boot kriegen. Wir hoffen, dass sie endlich dann einsteigt in diese Konzepte. Was machen wir dort? Wir praktisch hier minimieren, beseitigen somatisch-psychische Ursachen, Schmerzursachen, psychosoziale Ursachen der Schmerzerkrankungen. Es werden Bewältigungsstrategien hier gemacht bei den Patienten. Prävention von Rezidiven. Wir machen Koordinationstraining, Ausdauertraining, funktionelle Leistungsfähigkeit wird verstärkt, psychosoziale Belastung wird reduziert, Angst, Depressivität wird reduziert. Wir bauen inadäquate Bewältigungsstrategien ab. Wir verstärken die Kommunikation, Interaktionskompetenz, verbessertes Selbstmanagement. Und es soll natürlich hier rauskommen, dass die Patienten weniger Krankenstände haben, haben wir auch schon bewiesen, dass die Patienten wieder einen Arbeitsprozess geben, wurde auch bewiesen bei uns, dass die Patienten weniger Medikamente verbrauchen auch. Ideal, wenn die Patienten natürlich in den ersten, zweiten Krankenstand kommen, das ist aber irreal. Unsere Patienten kommen dann, wenn sie 10, 12 Jahre Schmerzen haben. Eigentlich sollte man die Patienten, und da gibt es auch gute Studien von Oberösterreich, wenn sie den zweiten, dritten Krankenstand haben, sofort erwischen in diese multimodale Therapieprogramme. Dann hat man die größte Effektivität. Wir bekommen die Patienten meistens oft erst nach 10 Jahren. Risikofaktoren wissen wir, der Patienten negative Grundhaltung zum Rückenschmerz, dann Arbeitsplatzprobleme, dann, dass der Patient hier alles vermeidet, katastrophisiert, depressive Tendenz. Das wirkt sich natürlich auch ungünstig auf den Schmerz aus. Und wenn Patienten natürlich hier in diese Therapiekonzepte kommen, unser Screening allein dauert 3 Stunden pro Patient, ärztlicherseits, physiotherapeutisch, psychologisch. Wenn der Patient nicht aktiv mitarbeiten will, dann kommt er nicht in dieses therapeutische, multimodale Konzept rein. Vorsichtig sein muss man natürlich bei Patienten mit Suchtanamnese. Wenn der Patient Compliance-Problematik hat, dann kann ich ihn auch nicht einschließen. Wir haben mittlerweile wenige Patienten praktisch rausgenommen aus der Gruppe. Wenn ein Patient nur ein negativer Patient ist, der die ganze Gruppe runterzieht, dann muss man auch aus der Gruppe rausnehmen. Unsere Gruppe sind eben, wie gesagt, der Patient 4 Wochen bei chronischen Schmerzen. Das ist eine kleine Gruppe und das Faszinierende ist, ihr habt das seinerzeit in Deutschland müssen ja die Schmerzkliniken diese Therapiekonzepte durchführen. Die sind praktisch beauftragt, das wird auch finanziert. Und davon leben in Deutschland die Schmerzkliniken. Im Unterschied, wir sind noch immer das einzige Bundesland in Österreich, wo ambulant dieses multimodale Therapiekonzept durchgeführt wird. Es gibt stationäre schon, aber ambulant sind wir noch immer das einzige Bundesland. Und wichtig ist eben, dass die Patienten, wenn man hingeht zu diesen Patienten, mit diesen Patienten spricht, ich habe das seinerzeit schon 2000 ungefähr, wo ich in Deutschland war, bei meinem Freund Siedler in Erlangen gesehen, wenn man in eine Gruppe reinsitzt, die sprechen nicht mehr über Schmerz, auch nicht über Probleme, sondern das Soziale eigentlich, die 8 bis 10, das macht was aus, die haben ganz andere Lebensziele plötzlich. Also die Gruppe allein ist schon eigentlich, was vieles ausmacht. Was machen wir? Medizinische Trainingstherapie, Sie sehen hier, dann gehen wir mit den Patienten auch schwimmen ins Halbbad, machen wir hier Wassergymnastik, dann machen wir Nordic Walking. Wir machen das ganze Verfahren, Entspannungsverfahren, Acceptance-Commitment-Therapie, Genusstraining, alles das wird durchgeführt bei den Patienten auch. Patientenschulungen, ärztliche, psychologische Einzelgespräche, laufende Evaluierung, Sie sehen ja Biofeedback. Auch hier Patientengespräche. Und so schaut der Therapieplan aus. Das heißt, der Patient kommt um 8 Uhr und geht um 15 Uhr nach Hause. Wir haben auch zum Beispiel mit unserem Haus ein Abkommen. Sie bekommen das Mittagessen zum Beispiel gratis, die Patienten bei uns. Sie sehen hier Kraft-Ausdauertraining, Unterwassertherapie, relatives Trainingstherapie. Sie sehen hier Arztgespräche, Psychologie, Entspannung, Werte, Richtungsziele werden festgelegt, Stressmanagement hier und auch Genusstraining. Laufend wird das evaluiert von uns, von der Gebietskrankenkasse noch immer. Wir schauen, verbrauchen wir Medikamente, konnten wir beweisen, auch die Patienten, dass sie in Arbeitsfähigkeit wieder geworden sind. Und jetzt ein paar Daten, ein paar statistische zum Schluss, dass Sie wissen, dass unser Konzept effektiv ist. Bis 2017 haben wir 611 Patienten eingeschlossen. Und Sie sehen hier, wenn sich hier schon die Schmerzdauer
145 Monate, also 12 Jahre bei den Männern, hier bei Kopfschmerz noch mehr, bei Muskelskeletalschmerz noch mehr höhere Schmerzdauer. Wir haben nicht nur Rückenschmerzpatientengruppen, sondern auch Kopfschmerzgruppen und Patienten mit muskelskeletalen Schmerzen. Deutlich mehr Patienten werden natürlich gescreent oder orientierende Vorgespräche. Man sieht, ein Drittel der Patienten fällt eigentlich schon raus. Das heißt, die kommen nicht in Frage, die werden vorher schon raus praktisch gefiltert. 50% waren verheiratet, die anderen halt geschieden oder Lebensgemeinschaft oder ledig. Sie sehen auch hier von der Bildung her, wir hatten 20% mit einem Universitätsabschluss, hier 10% mit einer Matura. Also es sind nicht nur Arbeiter, sondern auch viele Angestellte, die hier reingehen, auch die einen Universitätsabschluss haben. Viele sind dort angestellt, andere sind selbstständig, ein Teil war auch arbeitslos oder haben befristete Pension. Wir arbeiten hier natürlich auch zusammen mit Reha-Bezieher, mit Fit-to-Work und so weiter. Wie schaut es aus beim Schmerz? Sie sehen, der affektive Schmerz wird deutlich geringer über die Zeit. Das heißt, Katamnese heißt 3 Monate später. Auch der sensorische Schmerz nimmt hochsignifikant ab bei den Patienten. Auch die Funktionsbeeinträchtigung wird deutlich besser. Der Patient wird halt von der Funktion besser, hält aber nach 3 Monate später an. Die Patienten kommen auch, wir haben Aufrichttage nach 3 Monaten, nach 6 Monaten wieder zu uns. Auch die Patienten mit, das ist Hospital Anxiety Depression Score, die Patienten, die keine Depression haben und Angst, nehmen deutlich zu. Sie sehen hier, das sind die negativen und die auffälligen nehmen ab. Auch die Depressivität betrifft, nicht nur die Angst betroffen, was die Angst betrifft, auch hier sind die depressionsbezogen. Auch die Patienten ohne Depression nehmen deutlich zu, von 57% auf 80% und die mit Depression nehmen deutlich ab. Das gleiche auch beim Back Depression Index Score. Auch hier nehmen die Patienten, die keine Depression haben, ums Doppelte eigentlich zu. Sie sehen, es sind natürlich praktisch sehr imposante Ergebnisse und die mit schwerer Depression nehmen fast komplett ab. Wie schaut das denn aus? Auch mit der Zufriedenheit der Patienten, auch mit dem Gesundheitszustand. Auch hier sehen Sie, dass der Gesundheitszustand deutlich steigt und man sieht auch hier noch, dass das nachwirkt und sogar nach 3 Monaten eigentlich es besser wird. Ist es ein Programm, was wert ist durchzuführen? Wie ist die Patientenzufriedenheit? Und wenn man hier, wir haben das auch verglichen mit anderen Programmen, die angeboten werden derzeit. Sie sehen hier orthopädische Reha-Programme, Psychosomatik, Kardiologie, Onkologie und Sie sehen hier, dass das multimodale Therapieprogramm hier, was die Zufriedenheit betrifft, von den Programmen am besten abschneidet. Was konnten wir zeigen? Deutliche Verbesserung der Lebensqualität, deutliche Verbesserung im affektiven sensorischen Schmerzerleben, deutliche Verbesserung der subjektiven Funktionsbeeinträchtigung, Reduktion der Angst und Depressivität und wir konnten eine hohe Patientenzufriedenheit erzielen. Wir haben laufende Aufrichttage, das ist auch sehr wertvoll, dass die Patienten nach 3 und 6 Monaten wieder kommen können. Wichtig wäre natürlich, Patienten früher zu lukrieren hier. Wir müssen auch hier, wir haben auch Sozialarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten, schauen, dass die Patienten dementsprechend auch der Arbeitsplatz wieder angepasst wird, dass sie dementsprechend wieder in Arbeitsprozesse kommen. Das hört nicht auf die Betreuung nach den 4 Wochen, sondern wir betreuen die Patienten weiter. Was brauchen wir in Österreich? Ich denke, wir brauchen in Österreich Schmerzpraxen, wir brauchen interdisziplinäre Schmerzambulanzen, wir brauchen ein abgestuftes Versorgungskonzept in Österreich und wir brauchen pro Bundesland mindestens eine Schmerzklinik. Da sind wir aber in Österreich auch weit entfernt davon. Und das ist eben ein trauriger Bestand, eine traurige Bestandsaufnahme in Österreich. Wir brauchen hier praktisch hier einmal Land mit gebietsbezogener Versorgungsstruktur. Das heißt, wir bräuchten hier Ärzte, mit einem, die haben ja Diplome, Gott sei Dank 1000 haben es die erste Diplom gemacht. Jetzt kämpfen wir um ein zweites Diplom momentan mit der Ärztekammer. Ist ganz wichtig hier, dass die praktisch, wir brauchen niedergelassene Ärzte, die praktisch die Patienten rausfiltern mit ihren Wiesen. Das nächste wäre dann eben eine Ambulanz mit einer speziellen Schmerztherapie und dann brauchen wir sicher pro Bundesland ein Schmerzzentrum, um eben hier praktisch Patienten zu behandeln, um hier die multimodale tagesklinische Konzepte anzubieten, was ganz wichtig ist und dazu brauche ich eben eine Schmerzklinik. Also in Zukunft, ich hoffe, dass in Zukunft in jedem Bundesland eine Schmerzklinik kommt. Wir müssen auch hier, wir müssen uns als Anästhesisten selbst bei der Nase nehmen. Wir können nicht sagen, ich weiß schon, ich bin auch ein Chef der Anästhesie, dass der OP die teuerste praktische Einrichtung ist mir schon bewusst, aber es müssen auch die Schmerzpatienten etwas wert sein. Ich kann nicht sagen, wir lassen die ganzen Operationssäle laufen und der Schmerz hat keine Bedeutung mehr.
Das ist die schlechte Entwicklung derzeit, deswegen werden auch Schmerzkliniken reduziert oder Ambulanzen reduziert, weil man sagt, OP muss laufen. Hier muss ich eben einen Kompromiss machen. Und bei uns laufen alle OPs und mittlerweile haben wir praktisch 6 Ärzte, die bei uns nur in der Schmerzklinik arbeiten. Es lässt sich schon ausbauen. Wenn praktisch hier das Direktor mitgeht, kann man auch die Schmerzsektor ausbauen. Ich denke, dass ganz wichtig ist in Österreich, dass wir diesen Weg weitergehen und ich hoffe, dass dieser Weg, den der Sepp Neuher gemacht hat hier und praktisch vorbedarf durchgeführt hat, hier auch weiter dann hier weitergelebt wird. Es wäre schade, wenn das hier reduziert würde. Das ist ist meine Botschaft. Mein Wunsch wäre, dass hier praktisch auch das in diesem Haus Schmerz auch diese Wertigkeit weiter in Zukunft hat. Danke fürs Zuhören. Frage, was macht sie mit den Patienten, die sie ausselektiert aus dem multimodalen Konzept dann? Die aus dem multimodalen Therapiekonzept rausselektiert, heißt nicht, dass wir sie von der Schmerzambulanz nicht weiter betreuen. Klar, wir betreuen sie natürlich in der Schmerzambulanz weiter. Sie werden weiter betreut, klar. Aber wenn ein Patient zum Beispiel nicht fähig ist, Nordic Walking zu gehen, weil er nur 300 Meter gehen kann, dann kannst du bei dem Patienten auch nichts aufbauen. Klar, kannst du kein Ausdauertraining machen, aber dann haben wir eigene Gruppen, wir haben muskuloskeletale Gruppen, wo diese sogenannte Fibromyalgie, ich sage eher nicht muskuloskeletaler Schmerz, wo diese Patienten drin sind, da haben wir 2 bis 3 Gruppen pro Jahr. Und da kommen die Patienten dann eher rein. Dankeschön, Dr. Licker. Wir haben jetzt sehr, sehr intensiv gehört, dass es sehr viel auch im Umfeld des Patienten zu tun gibt, wenn Schmerzen vorhanden sind, angefangen eigentlich von den Kindheitserlebnissen, die mit einbezogen werden müssen, bis hin zum sozialen Umfeld, auch zum Arbeitsumfeld und zum sportlichen Teil. Vielen lieben Dank. Ich glaube, damit gibt es jetzt genügend Gesprächsstoff auch für die Mittagspause, denn die wartet jetzt auf Sie. Wir freuen uns nach der Mittagspause auf Dr. Kern und Dr. Auer. Sie wollen was sagen, gell? Ich möchte etwas, ein Versäumnis noch nachholen, wiewohl sich das Versäumnis wahrscheinlich ohnehin als nicht solches darstellt. Sie alle werden wahrscheinlich mittlerweile wissen oder Ihnen wird klar sein, dass unsere charmante Moderatorin Frau Kathi Wenusch vom ORF-Studio Steiermark ist. Ich möchte Ihnen für Ihre empathische und wirklich professionelle Moderation zwischendurch jetzt einmal herzlich danken. Vielen lieben Dank. Ja, dass ich keine Ärztin bin, ist sicher schon aufgefallen. Dankeschön. Gut, also wir freuen uns auf Dr. Kern und Dr. Auer nach der Mittagspause. Schön, dass Sie noch immer alle da sind und auch übers Internet diese Vorträge mitverfolgen. Wir sind jetzt sehr, sehr gut in der Zeit. Ein großes Lob an alle Vortragenden. Wir hätten jetzt geplant, zwischen 12 und 1 eine Mittagspause, wenn Sie wieder dorthin gehen, wo es schon den Kaffee gegeben hat, dann gibt es dort jetzt auch ein Mittagessen, gibt sicherlich auch jede Menge Gesprächsstoff. Ich würde mich freuen, wenn wir uns um 13 Uhr hier wiedersehen. 14 Uhr, ich bin der Zeit noch. 14 Uhr, Dankeschön.